Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City, Captain of Industries. Ja, ich würde mich ja jetzt ganz gerne aufregen. Ne? Ihr seht schon, hier steht die Produktion, sie ist angeschlossen, pipapo. Ich habe gerade über eine halbe Stunde aufgenommen, eher eine Dreiviertelstunde. Bin dann drauf gekommen, dadurch, dass ich mein Mikrofon erstmal ausstecken musste, dass OBS die Eingänge nicht mehr gespeichert hat. Grandios. Leute, diese halbe, dreiviertel Stunde ist halt stumm. Vom Video und vom Mikro. Deswegen also kurzes Recap, es ist wie immer wenig passiert. Sie haben viel hier rum diskutiert, wie wir das fortführen und haben das erstmal auf Eis gelegt. Und dann haben wir unsere Mikrochip-Produktion angesteckt, haben bemerkt, die blöden Lager bringen sich gar nichts, weil du kannst das Zeug ja nicht lagern. Und aktuell fängt an, das System hier die Chips zu verarbeiten. Damit wir dann hier hinten Elektronik 3 draus machen können. Aber was wir auf jeden Fall machen können, weißt du, was wir als erstes hier machen? Wir machen jetzt hier ein kleines Lager rein. Weil, hey, hat ja so toll funktioniert und so. Da bin ich gerade wieder so lost, dass ich schon wieder kein Lager finde dafür. So. Ich nehme mal hier ein Stück Lager. Das setze ich jetzt erstmal hier hin, stecke das hier an. So. Dann machen wir das erstmal so. Jetzt habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde gebabbelt. Für was? Für nix. Gut. Unsere Stromproduktion stagniert auch so ein bisschen. Ah ja, genau. Das hatte ich auch dezent vergessen. Die standen die ganze Zeit. Deswegen stehen die jetzt relativ viel. Was das Ganze ein bisschen ungemütlich macht. Deswegen tun wir jetzt mal hier weil die holen das nach einer Zeit schon ab und alles, aber bis das soweit ist, dauert es halt Ewigkeiten und deswegen mal das Lager vergrößern, dann passiert da wenigstens noch ein bisschen was. Was wir auch machen müssten, ist noch so eine Anlage aufstellen. Warum? Das ist ganz, ganz simpel. Wir sind immer sehr, sehr knapp am Strom. Und das ist nicht so lustig, wie sich's immer anhört. Wenn der Strom sehr, sehr knapp bleibt. Und ist. Jetzt bin ich halt beim Überlegen, wie wir das am schlausten machen. Weil wir hätten, glaube ich, Atomenergie freigeschaltet. Jetzt ist die Frage, gehen wir auf Atomenergie oder nicht? Bloß Atom, glaube ich, muss ich auch erstmal 10-mal durcharbeiten, bis ich irgendwie, warte mal, das müsste unter Strom sein wahrscheinlich, ne? Kernreaktor. Yellow Cake. Ja, dafür brauche ich natürlich noch eine Schiffanlage. Das darf ich nicht vergessen. Bedeutet, ich müsste hier zum Beispiel eine Atomproduktion hinstellen. Denk mal, das wäre jetzt auch nicht das größte Problem am Ende, ne? Das ist echt. Oha. Dass das passiert, bin ich gerade irgendwie erstaunt. Wir sind echt so weit durch gewesen. Und so schnell sind auch wieder die ganzen Abtransportlager leer. Ja. Aber überleg mal, wie viel Tonnen wir hier schon verkippt haben. Ist ja brutal. Was wir hier alles schon verkippt haben. Aber was wir auch festgestellt haben, das Ding geht hier unten drunter. Also sehr schön immer und so Zeugs. Bedeutet, das vermischt sich hier irgendwo mit Eisen. Hier ist es noch rein, aber hier vermischt sich das mit der Eisenplattform. Bedeutet, das müsste man alles mal zukippen. Ah, schade, das ist noch im grünen Bereich. Dann lass uns doch mal vielleicht doch die Atom Ding anschauen.
Das ist Le Atom Reaktor. Atom Reaktor, holy shit, was gibt's denn hier für Einstellungen? Hat verschiedene Sachen. Er kann pro Minute, wenn ich hier, kann ich hier, das kann man hochdrehen, holy shit, okay. Er braucht Wasser, Uranbrennstäbe und Dampfhochdruck kommt raus, genauso wie Atommüll. Ja, zur Kühlung braucht es Wasser. Was ist mit Dampfdruck? Das verstehe ich noch nicht so ganz in dem Fall. Kommt irgendwo Dampf raus? Drucklos? Er kann 40... Was? Zum Betrieb sind mindestens 16 Brennstoffeinheiten erforderlich. Okay. Er gibt der maximale Wärme, die er haben darf. Wahrscheinlich kommt es dann darauf an, wie viel Wasser wir durch pumpen pro Minute. Ich muss Brennstäbe produzieren. Wenn, dann würde ich das alles relativ nah aneinander machen. So. Angereichertes Uran und Stahl machen Uranbrennstab. Okay, Stahl ist verständlich. Nein. Woher kriege ich das da? Aus der Anreicherungsanlage. Also 4 Anreicherungsanlagen. Ah, ich werde gleich trotzdem schneller. Fluorwasserstoff, Säuregestein. Oh Gott. Okay. Okay. Ich würde das ja alles an einer Stelle machen. Die hier zum Beispiel, damit einfach nichts passiert. Die Frage ist, gehen wir komplett Mayhem oder nicht? Wir brauchen auf jeden Fall einen großen Säuretank, wie es ausschaut. Und wieder eine rein... Boah! Also ich kann zwei mit einem Absatz, dann kann ich zwei Reinigungsanlagen betreiben. Fangen wir doch mal mit dem simplen Teil vielleicht an. Wir haben die Anreicherungsanlagen. Davon wollen wir 4 Stück. Du bist am falschen Platz. Gut, alle sind auf selber eingestellt. Gut. Alle geben hinten raus. Abgereichertes Uran. Was kann ich mit abgereichertem Uran machen? Das kann ich verkippen, okay. Das ist natürlich super, wenn ich das einfach verkippen kann. Dann gebe ich das aber auch hier frei. Dass das einfach überall verkippt werden darf. Gut, und der Rest kommt hier raus. Du... Das gibt's in stärker. Ich sehe jetzt schon Probleme für mich kommen. Ich brauche eine Montage 3 dafür. So. Brauchen nur einen Stahleingang. Ja, wahrscheinlich übertrieben hin und her, aber mei. Oder wir machen es einfach, weil es cool ist, ein bisschen anders. Wir schneiden dich jetzt aus. Stellen dich hier hin. Das verschrotten wir alles. Dann nehmen wir einen flachen Adapter hier. Da
Da dran wird alles angesteckt. So. Dann nehmen wir einen flachen. Ah ne, Schüttgut wahrscheinlich Aufzug in dem Fall. Du machst dir drüber den schönen Abtransport. Ist immerhin eine Atomanlage, von daher sollte das ja absolut kein Problem sein. Und von hier aus gehen wir einfach hier dran. Es ist so dumm. Lass mich raten, ich kann Brennstäbe hier drin lagern? Ja, super. Und von hier aus geht's in ein Zwischenlager. Oh, ich find's jetzt schon geil. So, ausschneiden. Bisschen nach vorne moven. Vor allem mal hier diese ganzen Abzeichnungen wegtun. So, ich muss natürlich jetzt Yellow Cake und Fluorwasserstoff produzieren. Fluorwasserstoff war relativ easy. Und Yellow Cake. Weil wir brauchen drei Absetzbecken, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Drei Absetzbecken. Dann machen wir das wie folgt. Das ist jetzt, sagen wir mal, die Mitte. So circa. Und dann würde ich dich gerne nochmal kopieren und flippen. Genau. Warum? Sehr simpel. Wir machen das jetzt hier wie folgt, so. Und der mittlere ist ja dann fürs Fluorwasserstoff zuständig. Während ihr für den Yellow Cake zuständig seid. Bedeutet dich hier. Schließe ich halt sehr, sehr simpel an. F aus, R aus. Oh, es intervient mit mir. So, das ist alles angeschlossen. Gut. Die Schlacke soll nach da hinten raus. Eine giftige Schlamm, ja, den müssen wir auch noch irgendwie da raus dann schmeißen. Alter. Gut, du brauchst zerkleinertes Uranerz, richtig? Wie viel brauchst du davon? 18 und 18. Ich glaube, ich mache einfach zu denen jeweils. Der braucht Gestein. Ich würde hier zwei Schüttgutlager einfach hinmachen. So. Die schließen wir hier so an. Und dann haben wir jetzt noch die Brecher. Gott, die Brecher jedes Mal wieder zu finden. Na, da waren wir hier.
zufrieden mit. Ich will das jetzt auch nicht so ultra deep machen. Ja, vielleicht machen wir es einfach wirklich so, dass wir sagen, hier... Wir machen, jetzt... Muss ich wieder die Lager... da habe ich jetzt außerdem wieder genau ins Mikro gesprochen. Hups, sorry. Wir machen das jetzt hier irgendwie so, dass wir hier dich hin platzieren und dich hier so hin. Dann die Brecher. Ich hatte die gerade eben noch. Vorteil ist jetzt natürlich in dem Fall. Shit, gut Aufzug. Und das kopieren wir einfach hier rüber. Ja, ich hätte es auch anders machen können. Ich finde, das ist... Könnt ihr auch wieder einen Aufzug verwenden, aber ich glaube, da ist das jetzt wirklich übertrieben. So, bedeutet, hier ist Uranerz. Bei denen wird das Uranerz zerkleinert. Kommt dann hier rein. Hier kommt Gestein rein. Gestein muss geliefert werden. Ah, und Fluorwasserstoff auch, warte. Dann haben wir auch so einen Medium-Speicher, weil das kommt bei uns aus der eigenen Production. Das ist Säure. Und rein da. Die außen mit dem... Ihr braucht alle drei Säure. Und ja, die kriegen von mir alle drei einen eigenen Anschluss. Einfach weil... Weil ich es kann und weil es... Keine Ahnung. Ich finde es besser einfach. Fertig aus. Muss mich nicht erklären. Die Atomproduktion hier, das ist... Eine Anlage schon wieder für die Götter. Aber dann habe ich rein... Aha, ich muss noch das... Die Schlacke, den giftigen Schlamm rein theoretisch verarbeiten. Wie habe ich das hier drüben nochmal erledigt? Dafür brauche ich Brechsand, Kohle. Kann ich das vielleicht einfach anliefern, weil ich produziere hier wahrscheinlich viel mehr, wie ich bräuchte? Dass ich einfach hier ein... Lager hinsetze... Ich mache hier ein flaches Förderband 2 hin. Oder wird es im Shit gut? U-förmiges. Oh, okay. Das Filtermaterial wird anders gelagert in dem Fall. Interesting. Wir machen hier ein halbgroßes Shit-Gut-Lager hin. Für Filtermaterial. Oh Gott, das muss ich jetzt wieder finden. Warte mal. Filtermaterial. Und dann werde ich halt hier... Also teilweise bin ich deppert wie sonst noch was, ne? So. Dann kann ich hier drüber auslagern. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, für was habe ich echt das Wasser gebraucht. Ah, das geht in die Dinge hier, um Sohle herzustellen.
Und die Sohle brauche ich wieder hier. Also zum Glück betrifft es in dem Fall dann mich nicht. Aber ich kann jetzt hier Filtermaterial herstellen, was mir ermöglicht, unten dann einfach den giftigen Schlamm und eine Sohle, die ich mir halt schnell produziere aus Meerwasser, reinzukippen. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Ne? Das wird das Ganze dann ein bisschen einfacher machen. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir schauen, dass wir die Produktion hier fertig kriegen. Dass wir den Atomreaktor hinten fertig kriegen. Und konnte nicht alles in Gemüse an die Ente ladern. Ja, ist gut. Die Lager sind halt nun mal mittlerweile bummvoll. Erstaunlich, wie das mit dem Essen bei uns ausschaut aktuell. Also echt erstaunlich. Und auch hier geht es immer wieder voran mit allem Möglichen. Aber wir werden dann schauen, dass wir das Ganze vorankriegen. Hier wird... hier werden die ersten Sachen schon gelagert. Elektronik 3? Mittlerweile auch schon in End-Production sozusagen. Also Stück für Stück geht es in die richtige Richtung. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.